François führt den Artikel 416 vom Code d'Instruction Criminelle frontal auf, die besieht, dass dann Richt Kassation die gemerkt hat, wenn der Prozess aufgeschlossen und durchteil am Appell gesprochen ist. Nous vous autres renvoyez à terme de schrift l'article 416 pour une cour constitutionnelle, pour que vous sachiez que les taxes sont applicables. Alors, un dossier vous manifestement, pour la défense violée, c'est qu'il a besoin d'un flagrant adresse. Et ça, c'est de la veuve du procureur. De la veuve du procureur. Et puis, est-ce que l'exceptionnelle session dans Falaf? Oui, non, là, je. Het was een agréable Sitzung, die ik am 29. Juni gesprak. Ik maak aber dazu zwar geen Hoffnung, weil die Justiz als wat ze is, die wil geen Courage. Voilà. De dossier had niet dürfen, so die France für een Kriminalkummer verwiesen gehen. Ik stroom de Appels, Arrête, dat is je onbereid. Tjuni, verhaal, ik kommentiere de liever niet, weil ik ging direct van een Frechheitssondung. Wenn sie aber Courage haben, dann sagen sie, repräsent sie einen Dreck vom Dossier. Wenn sie eine Violation gravissime fühlt, wie der Prokurator schreibt, können wir da nicht fehlen. Kassieren. Kehrpunkt Sabotage von der Enquete. Sie hat sabotiert die von den Flicken. Von welchen Flicken, ne? Ganz solche Flicken, ne? Die Rolle hat die natürlich schon lange mit der Katze, ne? Nicht lange mit der Person, ne? Sie können nicht die Leute einfach am Essen laufen. Aber wir werden mit denen herrschen. Eine ganz schön nomadische Fabrik. Auf dem Punkt, ich bin interessiert, dass die Verität kennt. Und ich hätte ja, dass die Leute, die bezahlt gingen von der Ritzebäuer Birja, für die Verität zu produzieren, dass die dort sitzen, und so was zu wissen, an der Tanne der Birchplatte, wie das immer geschieht ist. Ein anderer, gell? Andere wie der demolige Chef von der Gendarmerie Harpes und auch Politiker. Wir haben von Gehol 85 ein regelrecht Yankee-Kolonie gewesen, ja, wo ja alles gemacht hat. Also kann ich mir vorstellen, dass Politik auch froh war, dass da verschiedene Sachen geschehen sind. Ne? Die Yankees arrangiert haben, auch noch die Polizei arrangiert, weil der Prokureur Fritsch immer qui pro des Firmen mit hat geholfen. Wir können immer zu der selben Konklusion dem Apparat. Sollte das mit der Kassation schief gehen und definitiv zum Prozess kommen, dann kann das Leitgesetz von Entrave la Justice so richtig zum Drohen mit Strafe bis zu 5 Jahren Prison und 7.500 Euro Geldbuße. Alle gut kommen sie, alle gut. Die Mente lang sitzen, alle gut kommen sie. Es gibt keine Menage, keine. Aber wenn dann von denen kommen, dann geht es. Artikel 2.3, Gesetz von 2011, Entrave à la Justice.